Hallo Leute und herzlich willkommen zurück in unserer Chaosküche. Wir nehmen direkt eine neue Bestellung an. Was ist es denn? Oh lol, Leute, man kann hier oben einfach die Pizza wechseln. Habe ich gerade gesehen, aus Versehen auch gemacht, aber egal. Okay, Sie wollen einen Pizzateig. Nee, warte mal, wir können ja das kurz anpinnen, so. Ne, wieso ist jetzt weg? So, perfekt. Ein Pizzateig New York. Ja, das ist halt eigentlich der. den rollen wir mal aus. Oh, Barbecue-Soße müssen wir machen, okay. Alter, ist eigentlich schon eine fette Pizza. Okay, der Rest haben wir, glaube ich, eine scharfe Salami haben wir, glaube ich, keine. Okay, wir machen aber erstmal auch kurz die Barbecue-Soße, denn ja, haben wir das gemacht. Okay, die Soßen machen wir hier beim Kochmixer, das heißt, wir brauchen erstmal wieder so einen Behälter. Okay, 500 Milliliter Ketchup. Alter, genau 500 Milliliter. Perfekt, ich das einfach getroffen habe. Okay, jetzt brauner Zucker und dann 50 Gramm. So, Alter, ich hatte gerade ein bisschen Struggle, deswegen habe ich euch wahrscheinlich rausgeschnitten mit dem ganzen Zeugs, wie ich das Ganze reingemacht habe. Okay, jetzt kommt 100 Milliliter Melasse. Oh shit, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen viel. Naja, egal, wird schon passen. Rotwein esse ich einen halben Liter. Boah, ich bin so unsicher. Boah, perfekt, wieder getroffen. Flüssiger Rauch, Junge, wie das sich schon anhört. Disgusting, Alter. Okay, auch perfekt getroffen. Alter, wie viel muss man denn da reinmachen, Alter? Noch Paprika. So, einmal gestreut. Salz brauchen wir auch wieder 10 Gramm. So. Okay, Zwiebelpulver, Alter, noch nie gehört. So, auch drin. Dinger. Knoblauchpulver kommt natürlich auch noch rein. Können auch einfach alles reinmachen von vornherein. Okay, natürlich auch noch Cayennepfeffer. Schwarzer Pfeffer auch noch. Ja, jetzt noch Chili-Pulver. Jetzt noch gemahlener Senf. Und weil es so schön ist, kommt auch noch Zimt rein. Okay, jetzt ist schon mal alles drin, bis auf diese San Marzano-Tomaten. Okay, dann holen wir mal 500 Gramm. Also eigentlich brauchen wir nur 5. 3, 4, 5. Perfekt. Gewürz kommt halt jetzt auch noch mit rein. Heißt, ob fliegt das wirklich mit? Ah, ne, ich dachte schon. Euch vor. Okay, wir haben jetzt einfach ein bisschen zu viel Melasse. Ich hoffe, das zählt aber jetzt trotzdem noch als Barbecue-Soße. Oh, das zählt noch. Okay. Glück gehabt auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir nur noch scharfe Salami. Dann holen wir die doch mal. Okay, wir nehmen hier einfach eine. Ich glaube, das reicht. Das sind 100 Gramm. Ja, das reicht. Okay, geschnittene Salami. Scharfe Salami. Die kommt hier rein. Brauchen wir noch mal einen Behälter. So, und dann mixen wir das mal. Also mixen wir, zerkleinern es. Okay. Wieso sind das schon wieder so wenig? Ja, egal. Okay, ich hoffe, von dem anderen Zeugs haben wir noch genug. Dann würden wir jetzt nämlich anfangen mit dem Belegen. Okay, erstmal Barbecue-Soße. Okay, perfekt. Ich weiß nicht, wieso, dass ich da nicht weiter rausmarinieren kann. Aber es geht halt einfach nicht. Okay, dann Mozzarella. Warte mal, normale Mozzarella. 140 Gramm. Wir haben keine Mozzarella mehr. Toll, dann müssen wir auch nochmal Mozzarella machen. Okay, wir nehmen jetzt einfach 1 Kilo Mozzarella, weil so viel braucht man halt, bis ein Behälter voll ist. Dann haben wir auf jeden Fall genug für die nächsten 1000 Pizzen gefühlt. So, den Behälter können wir... wieso kann ich den nicht nehmen? Hallo? Achso, mit E, lol. Okay, seht ihr, einen von 1 Kilo. Jetzt ist nämlich auch bis oben voll. Okay, wir müssen, glaube ich, noch ein Mozzarella-Stück draufpacken, oder? Genau, gut verteilt auf jeden Fall. Okay, jetzt kommt die normale Salami. Oh, haben wir normale Salami? Ja, doch, hier. Okay, 96 Gramm. Okay, jetzt 70 Gramm von der scharfen Salami, die ist ja hier vorne. Oder ich habe langsam keinen Platz mehr. Jetzt noch Chilischotten. Junge, der Typ ist aber richtig scharf. Oder die Typin, keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall. Wieso liegt das hier? Keine Ahnung. Die Pizza ist auf jeden Fall fertig. Du kommst jetzt mit in den Ofen. Also irgendwie sieht sie schon sick aus. Das wollte ich sagen. Alter, ist das ein Zungenbrecher. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Ich würde die Pizza wahrscheinlich... Es kommt darauf an, wie scharf das ist. Wenn es so mäßig scharf ist, würde ich sie wahrscheinlich auch essen. Da aber 40 Gramm Chilischotten drauf sind, vermute ich nicht, dass ich es essen würde. Und Barbecue-Soße feiere ich jetzt auch nicht so krass. Oh, wir hätten ja auch ein Feuer löschen. Nice. Okay, ein großes Teller liegt hier tatsächlich schon ready. Wir müssen das aber ein bisschen wegmachen hier. Okay, dann nehmen wir doch die Pizza raus hier. Boah, es sieht einfach schon wieder so geil aus. Ich kann es nicht genug oft sagen. So, wie viel bekommen wir dafür? 220. Keine Ahnung, was das für eine Währung ist. Ich weiß es nicht. Okay, Teig. Ja, okay, das ist wirklich... Das sollten wir vielleicht mal ändern. Wir hatten mehr als 10 Minuten gebraucht. Okay, schade. Aber eigentlich waren wir nicht mal so schlecht. Okay, die nächste Pizza ist eine Bufalina. Da brauchen wir einen neapolitanischen Teig. Das ist ja der richtige, den wir haben. Diesmal soll es aber nur eine kleine Pizza werden.
Das machen wir natürlich. Da kommt auch Marinara-Soße drauf. Perfekt. Oh Leute, jetzt habe ich das genommen. Dann kommt die Büffelmozzarella drauf, oder? Ja, 120 Gramm. Oh, Alter, einfach zwei Scheiben. Okay, Cocktail-Tomaten haben wir nicht mehr. Okay, dann müssen wir noch mal kurz ein paar schneiden. Okay, Leute, oh Gott. Ich habe jetzt mal 100 Gramm Cocktail-Tomaten genommen. Ich habe jetzt mal noch nicht mehr genommen. Ja, wir machen die jetzt auch alle hier rein. So, dann können wir ja hier diesen Behälter nehmen. Der ist ja leer. Der war wahrscheinlich sogar für die. Okay, da sind die auch geschnitten. Gut, dann können wir eigentlich weiterfahren. Auch gleich mit den Cocktailtomaten. Okay, sind jetzt vielleicht ein bisschen ungleichmäßig verteilt, aber egal. Wir brauchen jetzt noch Basilikum. 12 Gramm. Perfekt. Sieht eigentlich auch schon gut aus. Gut, dann machen wir die auch in den Ofen. Oh, lol. Das war's. Okay, wie gesagt, du kommst mit, gehst da rein. Okay, müssen wir noch ein bisschen eindingseln hier, einfeuern? Ja, ein bisschen. Oh, okay, jetzt ist er im roten Bereich, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, scheiße, wir brauchen erstmal noch einen Teller. Ey, dieser Stress. Und die Pizza? Ja, geht ja noch gut. Okay, dann können wir die auch nehmen hier. Machen wir die hier aufs Teller. So, du kommst weg. Und du wirst verkauft. 5 Sterne. Alles richtig gemacht. Perfekt, Leute. Und wieder 70. Keine Ahnung, was verdient. Okay, Leute. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge Cooking Simulator. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.